Hallo und herzlich willkommen hier zu Satisfactory. Ja, hier ist Cyril, es geht weiter. So, Leute, ja. Wir haben das letzte Mal hier ja schon unsere Produktion hier angefangen, hier mit dem Dings hier. Jetzt ist hier noch No Power. Moment, mal, kann ich das jetzt hier mal reinstopfen in die Ausgabe? Nein, kann ich nicht. Ach ja, ich habe vergessen, hier die Sicherung noch mal reinzudrücken. Ja, ich lande mich auf den Paul. Mach hier on. Ups. Warum? Warum fliegt mir jetzt hier gleich wieder die Sicherung weg? Haben wir einen hohen Anlaufstrom oder was? Hä? Wieso? Ach so, ja, nee, ich weiß. Ja, Leute, ich weiß, warum das so ist. Klar, der angezeigte Strom hier. Der stimmt jetzt hier mit 130 Megawatt. Ja, vorher haben wir 60 gebraucht, ohne Boost. Mit Boost brauchen wir 230, dann sind wir bei 260 Watt, ja. Ja, dann können wir da mit unserer kleinen Windturbine ja natürlich keinen Krieg gewinnen. Das ist noch wieder. Gut, dann müssen wir mal auf... Ups, ach Mann. Ich drücke hier wieder falsche Tasten. Dann müssen wir hier natürlich auf eine größere setzen. Warum ist denn da jetzt nochmal die Sicherung geflogen? Das war doch schon deaktiviert, oder? Na, ist egal. So. Windturbine 2, 100 Megawatt. Ah, das bringt jetzt auch noch nicht so viel. Max out at 4 and makes no power at all. Ja, gut. So, und die hier. Die kann 150 Megawatt. Moment mal. Die kann nur 150 Megawatt herstellen. Ja gut, wie ist die Staffelung? Ja, ja, ich sehe es ja ein. Gut, 100. Warte mal, dann haben wir 50. Und ja, dann fällt er schon wieder die 10 Watt nachher, wenn wir da. Ja, dann müssten zwei von denen hinstellen. Dann hätten wir, ja, dann könnten wir das Wasserkraft hier weg vergessen. Ja, ach Mensch, das ist alles... Das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. Hat man zwei. Ja, doch, wir machen es halt so. Haben wir eine kleine und machen so eine. So, was brauchen wir da? Ach, da brauche ich Gewebe für. Und da ist das hier so eine Station. Okay. Und da hängt wahrscheinlich dann dieser Windzeppelin dran. Ja, verdammt, jetzt brauche ich hier Gewebe. Ja, das habe ich aber nicht. Ja, oder ich baue halt dann doch. Na, ja, ach Menno. Warum muss es so komplex sein? Weil ich gedacht, wir schließen es eben mal so an und dann ist die ganze Ruhe hier, die ganze Sache hier. Mensch, Mensch, Mensch. Gewebe, 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 Gewebe. Das kriege ich jetzt auch nicht so schnell auf die Schnelle her. Ne? Gewebe. Na, warte mal, ich könnte. Ich könnte noch Gewebe übrig haben. Im Personal Storage. Ja, das sieht aber schlecht aus, oder? Was haben wir hier? Echter Schnee, ja so. Ach, das ganze Gelumpe da hier. Klumpatsch, was da nach drin rumfliegt. Und hier. Ne, wir haben überhaupt kein Gewebe mehr. Das können wir also haken hier, ne? Ja. Gut, okay. Hm. Turbine, die braucht Dampf, Boiler, Nuklearheater, Solution Heater. Ich gucke halt gerade, ob wir da nicht noch was anderes machen können. Turbine, aber die braucht Dampf und die hier wahrscheinlich, der Hochvoltgenerator wahrscheinlich auch, oder? Hm. Das will ich jetzt mal sehen. Was kann das Gebäude hier? Ja. Warum kann ich das nicht bauen? Ah, fehlt mir da wieder was? Aha. Warte mal. Ah, nee, doch nicht. Ja, doch, wir haben Rahmen. Warum kann ich das nicht bauen? Ungültige Platzierung. Ach, das kann man wahrscheinlich gar nicht so... ohne weiteres bauen. Das ist für irgendwas zusammen. Ja, ja, doch. Nee, es ist, ja.
Dann müssen wir halt hier mal gucken. 100 und nochmal 100. Ja, aber wir bräuchten noch die 10 Watt, ne? Tja, Solarpanels. Das bringt jetzt auch nicht viel. Wir können jetzt hier eine MK2-Turbine bauen. So. Die ist jetzt einfach so. Die kennt man ja auch, solche Windräder hier. Jetzt gucken wir mal rein. Ja, die sagt jetzt auch immer, die hat die maximale Effizienz. Jetzt bräuchte man noch eine. Ja gut, jetzt müssen wir halt nah. Jetzt wissen wir ja hier, die hat einen Radius hier von 56 Metern. Das heißt, die nächste würde ich dann da drüben irgendwo hinstellen. Da auf dem Podest hier. Dem Stein hier, der so kiebelig aussieht, hier so, dass er gleich umfällt. Das müsste ja vom Abstand reichen, oder? Aber naja, wir machen es. Ne, wir machen hier drüben noch eine. Hier. Da, ja. Das ist mir lieber. Dann machen wir hier noch eine Turbine hin. So, Turbine MK2. Ja, ich hätte ja gerne die große gebaut, aber wie gesagt, ich muss mir unbedingt mal Vorrat an Gewebe herlegen. Aber Gewebe kannst du eigentlich nur so umständlich von Hand produzieren, wenn man so will. Geht schon mal schnell, aber ja. Es würde mit der Farming-Mod irgendwie auch gehen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja. Wir haben auch hier die maximale Anzahl. Jetzt fehlen uns noch 10 Watt. Könnten wir jetzt noch eine kleine bauen? Ja, eine kleine Turbine. Also Windturbine. Wenn wir da noch da an die Ecke stellen. Ja, dann hätten wir es halt wirklich hier abgekapselt. So, jetzt kommt der Mr. Autosaver. Und verdirbt mir hier wieder alles. So, und die hier, die macht uns 30 Megawatt, okay, perfekt. Das reicht für uns. Wir können die ja so verbinden. Die eine an den Masten hier. Und dann die hier, ich weiß, wir haben hier immer zwei Anbinder hier. So. Und die dürfte jetzt auch nicht eingeschränkt sein, oder? Ja, perfekt. Also so schlimm ist es gar nicht, wie ich mir gedacht habe. Und es ist grüne Energie. Das ist grüne Energie. Warte mal, jetzt habe ich mir gerade aufgefallen, dass man hier gar keine Sicherung wieder reindrücken kann. Es geht hier nur beim Pole. So. Ja, und er hält, er hält, er hält. Ja. 260 Megawattstunden hier und mehr wird auch nicht produziert. Sehr schön. So. Ja. Wunderbar. Wonderful. Watt. Er könnte aber mehr erzeugen, aber mehr braucht man nicht. So. Ja. Ich bin wirklich froh, wenn der Plan funktioniert. So. Und jetzt hat er. Ja, dann machen wir das so. Nee, machen wir nicht. Wir machen einfach jetzt dann einen Teleporter hin. Und zwar, Teleporter ist in der Logistik ganz unten. Item-Teleporter. Mit dem Poppes zum Ding hin hier. Aber mit etwas Abstand, wenn es geht. Abstand haben wir ja gelernt, ne? Zu teuer, ja. Okay. Ungeheuer zu teuer. Wir brauchen mehr Kabel. Da, wo wir wieder im Kabelgepil kommen sind, dann hier. So, da gibt es Kabel. Gehen wir mal Kabel kaufen. Cable kommen. So, das reicht dann erstmal für unser Vorhaben. Zum Bissle, sag ich mal. Reicht erstmal. Dann sehe ich hier wieder keine Linien. So, okay. Power off hier, das weg hier, das Ganze.
Hier brauchen wir keinen Strom. Farbe ran. Und wir brauchen Förderband. Ja, wir sind jetzt hier wieder leicht am Raster draußen, aber ganz leicht. Obwohl ich den Verbinder hier genommen habe. Ja, ich hasse es, wenn es nicht immer dann hier verwendet wird so. Hier mache ich es mal so. Ja, hier müsste man so eine abgeschrägte, ja, so eine Ecke. Das habe ich jetzt aber gerade nicht. Da machen wir jetzt nämlich auch gleich mal einen Teleporter hin. Ja, ihr seht, es ist leider wieder mal leicht aus dem Raster draußen. Das habe ich immer wieder öfters, dass es so vorkommt. Und ich weiß nicht warum. Es ist einfach leider so im Spiel, dass man da immer wieder mal aus dem Raster kommt, ne? Naja gut, das ist ein leichter Schönheitsfehler hier, aber ja, wie gesagt, da sollten wir uns jetzt nicht dran stören. Wir schauen mal ganz kurz, haben wir schon irgendwas mit Kupfererz? Also generell mit Kupfer haben wir überhaupt noch keinen Teleporter. Okay, das ist schon mal, naja, beruhigend, ne? Ja, aber wartet mal, wir haben... Ne, wir haben... Ja, das Kupfer kommen wir noch nicht. Wir haben das bei der Kabelherstellung und höchstens da hätten wir vielleicht noch Kupfer übrig gehabt. Das habe ich jetzt damals nicht nachgeguckt. Also dann fangen wir mal an hier mit Kupfer... Kupfererz 1. Speichern. So, das wird jetzt nicht auch Kupfererz 1. Das bringt uns im Endeffekt nichts. Wir haben da zwar nur die 600, wo wir maximal liefern können, aber nee, das machen wir nicht. Also wir machen hier dann Kupfer. Ja, man sollte auch in der Linie sein. Kupfer. Hallo? Warum geht denn das nicht? Erz 2. Irgendwie hat es mir nicht ständig das Fenster gerade geschlossen. So, safe. Jawohl. Das ist auch angeschlossen hier, ja. Ich habe mir nur da ein bisschen Platz gelassen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht, ja, aber es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass man da noch hier einen Abzweig machen könnte, ne? Ja. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt zwei Kupfer mal Erz hier. So, jetzt können wir hier Fabriken, ups, Fabriken bauen, die uns hier Kupfer produzieren in der Fabrik dann hier. Ich meine, wir hätten jetzt natürlich auch wieder Fließbänder hier durch die Welt legen können. Ja, guck, da hätten wir sogar zwei Positionen für unseren Wasserstrom hier. Für unsere Turbine. Aber wahrscheinlich hätte die Turbine dann nicht so viel Strom erzeugt. Hier hätten wir auch nochmal einen Punkt. Also meistens an Wasserfällen ist sowas nochmal. So, und hier? Ne, da ist keiner. Okay, aber das sind Felsen im Wasser drin. Ne? Gucke ich einfach mal so ein bisschen. Man kann ja natürlich dann auch hergehen, kann die Sachen auch mit so einem Wasserkraftwerk belegen. Ne? Dann sparen wir ein bisschen Strom ein. Dann haben wir Alternativstrom hier. So, jetzt Sattle. Müssen wir hier wieder eine Erzrefinerie aufbauen. Gut, da können wir auch mal neue Wege gehen, sagen wir so. Ja, schau, das ist doch nett hier, das, ne? Ist nicht weit weg. Da können wir jetzt natürlich auch wieder neue Wege gehen. Also ich gucke mir jetzt mal die Rezepte an. F3. Jetzt gucken wir mal hier Kupfer... Barren, oder warte mal, erstmal gucken wir nach dem Kupferblech. Also man braucht hier für jedes... Ah, schau mal, wir könnten sogar noch immer Wasser zuführen. Aber nee, das wäre dann wieder so eine Raffinerie, ne? Ja, also Kupferbarren. Aber hier könnte man Kupferbarren 15 Stück hier machen, indem wir Wasser dazugeben. Es ist Wasser, ja. Oder halb Legierung hier. Hier haben wir Eisenerz plus
Kupfererz gibt, dann kriegt man ja 20 pro Dings raus. Das zählt nicht, das ist faster Kabaya, ja, das ist Workbench. Da zahlst du mehr, um schneller viel zu kriegen, sozusagen. Das wäre... Wir könnten es tatsächlich auch machen, ne? Weil so ist es 1 zu 1. Also es wird ein... Also wir kriegen 600 Kupfer raus und... Ja. Das war's dann. Hier wird man natürlich, wenn wir das so machen, wir werden mit 6 Kupfererz 15 Kupferbarren machen. Also ich denke, dass das Rezept auf jeden Fall viel, 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 viel besser ist. Viel effizienter. Und außerdem brauchen wir nur Wasser, ne? Gut, wir müssen natürlich wieder Wasser herpumpen, das ist mir auch klar. Aber das dürfte eigentlich das geringste Problem sein. Wir müssen halt nur mal gucken, wie viel Wasser wir dann insgesamt brauchen. Und... Ja, die Skalierung der Fabrik ist halt jetzt hier die Frage, ne? So, was habe ich eigentlich hier noch? Ach, da habe ich noch die Motoren hin, okay. Rotoren und Statoren, ja. Wie waren das eigentlich? Was hatten wir da gesagt? Wir kriegen hier 22,5 Teile raus und wir brauchen hier... Ja, nee, das geht sie nicht aus. Also das bedeutet, dass wir hier erstmal hergehen und würden das ja wieder in eine Lagereinheit schicken, ne? Gut, und das Ding ist jetzt im Weg. Ist irgendwas Besonderes jetzt hier? Ja, ich will das eigentlich behalten, weil... dass ich da wieder nachspicken kann. Ja gut, wir können da später noch ein Lagerhaus hinbauen. Das ist dann nicht so das Problem. Bin ich nur draußen, was brauchen wir denn hier wieder für ein... Ja, jetzt weiß ich auch das eine nicht. Es gab... Also es gibt eine Möglichkeit hier... mit dem Smart Mod... hier so praktisch, wenn ich jetzt hergehen würde. Ich brauche jetzt hier... brauche jetzt hier wieder Splitter zum Beispiel. Nee, Splitter brauche ich nicht. Fusionatoren, genau. So, und jetzt würde es im Prinzip so aussehen, dass es dann in die Richtung geht. Hier angeschlossen. Na. Na, nee, das funktioniert so im Video, wie er das gezeigt hat, der Modder, ja. Da funktioniert das nicht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht. Oder muss ich da mit M? Oder Hold Mode? Nee. Auto Connect Buildings? Ja, doch. Hm. Ja, da kann man den Smart Mode einstellen. Aber irgendwie mit dem Auto Connect Buildings. Schau, Infobox Event Building. Number of Elements and Building. Nodes, aha. Connect Splitter, Mergers, Pulses, Belts. Hm. Ja, nee, weil das Problem ist jetzt, die stehen ja in der falschen Position, ne? Und das hat ja dann keinen Sinn. Wenn ich da jetzt hergehe und hier die Fusionatoren hinstelle. Oder warte mal, geht es von da? Ach, Quatsch. War jetzt wieder. Ah, jetzt ist es zu teuer, jetzt brauchen wir Eisenstangen. Ach, das ist halt auch wieder super geil. Jetzt fehlt sie da hinten und vorne Eisenstangen. So. Ne, das war jetzt Quatsch. So. Jetzt halt das so. Jetzt gehe ich mal ganz dahinter nochmal ein Stückle hier. Jetzt gucke ich noch einmal. Ich sehe hier nichts. Aber da muss ich da noch eine Taste drücken, dass das. Ach, man kann. Ah, man kann auch hier die Höhe ändern. Ich gucke jetzt gerade die Tasten, die ich mir noch so im Kopf habe hier. Okay, das kann ich dann rotieren. Ups. Ich weiß jetzt nicht weiter hier, die Taste noch.
Hier stehen sie auch nicht drin, ne? Nee. Stehen sie nicht. Nee, nee. Ja, weil der Abstand passt halt ja auch nicht, ne? Shift. Was passiert bei Shift U? Nee, auch nichts. Nee, nee. Aber der muss ja auch wissen, mit was für ein Fließband ich jetzt anschließen möchte. Ja, ist egal. Wir lassen es jetzt einfach. Wir machen es auf die Weise, wie wir es bisher immer gemacht haben. Jetzt hier mit den mit diesen Mod-Teilen hier hinten. Das müssten eigentlich dieselben hier sein, oder? Bloß halt dann als Merger. Ja, muss ich mir wirklich nochmal das Entwicklervideo angucken von dem Mod da. Wie das genau geht. Weil der hat jetzt hier immer wieder neue Funktionen hergebracht. War es der 10er Merger? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, 10er scheint korrekt zu sein. Ja, einmal. Das können wir ruhig mal. Wobei, nee, nee, können wir nicht. Wir haben jetzt 22, ja gut, das, naja, das funktioniert. Wir können hier ruhig ein paar mehr bauen. So, dann vergesst mal meine Bedenken. Da können wir ruhig hier die Bude voll bauen. So, bloß da hinten machen wir halt da wieder manuelle hin. Da geht sich das Ganze nicht so aus, wie ich das gerne hätte. So. Bloß der Smart Mod Pfeil, der hilft einem wirklich sehr gut, weil man jetzt weiß, wo da der Ausgang ist. Sonst müsste man immer auf die kleinen grünen Pfeilchen da gucken und dann, ja, ich sehe das doch nicht so richtig und, ja, ne. So, also. Das ist noch nicht gelaufen, aber wir wissen, da langt uns ein 60er Band hier sozusagen, also ein 1er Band. Ach, Autosave, danke. So, lass mich mal was gucken, aber das wird wahrscheinlich nicht das sein. Ne, also da... Weil da könnte man nämlich sogar mehr Zeit sparen, dass der ganze Mod praktisch einem das macht. Dass der uns das schon mit Bändern hier verbindet. Aber wie gesagt, ich muss mir da nochmal das Video angucken. Vielleicht werde ich dann schlauer oder ja, müsste mal hier generell. Ich glaube, der hat auch einen Discord-Kanal, dass ich da mal nachfrage, wie das genau geht. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn man als so ein Feature-Video anguckt, dann steht da vieles drin und da muss man erstmal suchen, welche Funktion eigentlich für einen hier die wichtige gerade ist, wenn man jetzt gerade nicht so viel Zeit hat, ne? Auf die Schnelle halt guckt, ah, da hat es ein Update gegeben, aber ich kann jetzt hier nicht eine Stunde hier alle Update-Videos angucken, sozusagen. Weil ich jetzt aufnehmen möchte. Da ist ein Fehler drin. Okay. Ja, also Kommando zurück. Das geht in die falsche Richtung. Jetzt sieht man den Pfeilen oben. Ja, toll. Einmal drehen, bitte. Ist ja noch nichts passiert, aber okay. Das habe ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet, tatsächlich, weil ich da mehr auf das hier in der Mitte geguckt habe. Wie auf, ja, jetzt bin ich verrutscht. Mehr halt geguckt als auf alles andere hier. So. Jetzt ist es hoffentlich richtig. Ja, jetzt sehe ich schon richtig. Haben wir ganz kurz hier Farbe ran. Und dann kopiere ich mir jetzt wieder das Band her. Ja, aber es sind halt so Schritte. Die kennt ihr alle schon und ja, vielen ist es wahrscheinlich dann auch wieder zu langweilig. Ja, das könnt ihr mir natürlich ja mal sagen. Wenn... Jetzt ist natürlich, ja, da muss ich aber grundsätzlich mir die Frage stellen, ob dann halt das Spiel hier noch die, dass ich das noch weiter let's play, ne? Da muss ich mir nämlich da die Frage stellen, ob das noch Sinn macht. Ich meine, sehe es mal so, bei Factorio,
Da hat sich auch sehr vieles wiederholt. Da haben wir die Produktion aufgebaut, nur einfach immer mit anderen Zutaten. Ja gut, es waren auch teilweise dann die Geländebegebenheiten. Gut, da hat man jetzt nicht das Problem wie hier, dass da eben mal ein Felsen dann großartig im Weg kommt. Oder eine Höhenunterschied, weil man da ja eine isometrische Welt hat. Ich meine, da gibt es auch hier diese Cliffs hier und so weiter, wenn man die auf der Karte aktiviert hat. Bei Factorio, da muss man dann auch die entweder irgendwie sprengen, wenn man später Sprengmaterial hat und so weiter. Und warte mal, hä? Das. Ah ne, das ist das Frack hier, okay. Ja, jedenfalls will ich halt nur sagen, es ist irgendwo immer das Gleiche oder das Wiederholende sich bei manchen Spielen dann. Dass sich das einfach wiederholt. Es ist halt keine Story hier wie bei einem Adventure-Spiel. Da schreit es da irgendwann ans Ende. Und da ist zwischendrin nie irgendwas gleich oder so. Da ist immer wieder was anders. So, das ist dann das hier. Und jetzt kommt dann praktisch, jetzt machen wir es dann halt so, dass wir jetzt hier erneut weiterbauen. Und da brauchen wir jetzt dann hier wieder Raffinerien, genau. Dass wir hier Wasser ran und ja, das bedeutet jetzt aber auch, dass wir hier wieder ein ganz großes Stück weiter müssen hier. Und da könnte ich hier schon Sprengladung anbringen. Ne, Moment mal. Also wir haben hier einen Frack. Und wir haben hier vorne einen Frack, sehe ich gerade. Das ist ein anderes Frack. Der heilige Frack. Ich guck mal ganz kurz da vorbei, auch wenn wir die Dinger nicht mehr brauchen. Ja, wenn man die ganzen Festplatten schon hat, ne, dann bringt einem das nämlich auch nichts mehr. Ich will mal hier oben drauf landen. So, die ist aber schon geöffnet. Okay, die haben wir schon mal gefunden. Irgendjemand da? Nö. Ja, ich bin extra nämlich deswegen oben gelandet, dass man da nicht gleich hier von was an. Ah, jetzt ist der Sprit leer. Ja, genau, jetzt muss ich wieder. Nein. Muss ich wieder hier aufpassen. Nach Balken fliegen hier. Dass man nicht zu viel Strom verbreitet. Ja. Gut, der Jetpack, da muss ich ja mal gucken, dass er wirklich spritlos fliegt, sozusagen. Also, dass man es eigentlich bloß mit Energie. Da müsst ihr aber, glaube ich, noch einen Reaktor einbauen in den Anzug hier. So, dann mache ich mal ganz kurz bevor, weil das ist nämlich nervig, wenn ich jetzt da noch auch drauf aufpassen muss, dass man hier ständig hier keinen Sprit hat. So, holen wir uns auch das. Ich weiß, es ist hier in der Nähe, aber wir werden immer weiter weg von dem Standort, wo es hier den Sprit gibt hier. So, danke. Reicht, schließen. So, jetzt müssen wir hier dann noch Foundations bauen. Ich glaube, das Neueste, Entscheidendste, was er gemacht hat, ist, dass das dann hier gehalten wird hier. Wobei ich die Autohaltefunktion gar nicht mit bei habe hier. Er hat es irgendwie doch, er macht es doch, aber man müsste H, glaube ich, drücken normalerweise, wenn man es nicht aktiviert hat, die automatische. Also wovon ich rede, das ist hier Auto-Hold-Mode. If any changes to a building using Smart Mod, Hold Mode will be turned on itself. So rotate point and start doing something. And the building stays here. Ja, das heißt, wenn ich jetzt woanders hingehe, bleibt es da, wo ich das schon mal aufgerufen habe, sozusagen. Das ist gar nicht aktiviert, aber das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Funktion. Aber die, wo ich jetzt hier sehe, sozusagen, dass es dann bleibt hier, das, ja. Ach, guck an, da ist noch ein Lizard-Dogo. Ja, Junge. Moment mal, wo sind meine Beeren? Meine Berries? Aber da muss ich das Viech ja wieder hochbringen. Ach, das war die Beere gegessen. Ich hab dich doch gestreichelt. Was ist denn hier mit dir falsch? Ach so, nee, ich muss die. Meh, ja. Ich hab's vergessen, wie es geht. Ich muss die Beere. Ich muss ja die Beere auf den Boden legen. Ah, komm. Split.
Ah, jetzt kommt er nämlich. So, jetzt habe ich ihn getamed. So war das. Ja, das war echt nicht erwartet, dass ich jetzt hier noch so ein Hundi finde. Jetzt ist es aber... Ja. Er kann sich halt nicht teleporten, ne? Den muss ich jetzt wieder irgendwie hochkriegen. Warte mal, da hinten ist ja noch die Rampe. Bist noch dabei? Ja, bist noch dabei. Ich glaube, ich sollte auch Rennen vermeiden, weil Rennen ist auch nicht so toll. Aber da kommt jetzt ein komischer Pottwal da auf vier Beinen. Ich habe gedacht, hier wäre ein Gegner, weil da die Palme davon so unauffällig wackelt, genau. Natürlich auffällig, meine ich. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss hier hochlaufen, wo der auch hochlaufen kann. Das könnte funktionieren. Ja, Pustekuchen. Das funktioniert eben nicht. Da war was zum Wegspringen. So, jetzt muss ich halt ums ganze Karree laufen hier, ne? Irgendwo geht's hier hoch, ich weiß es. Ah, das könnte... Das könnte klappen hier. Hm? Kommst du? Ja, du kommst. So. Ja, hier ist nämlich noch eine Rampe, die alte. Das war damals die Belieferungsrampe. Ja, toll, jetzt... Ja, wenn sich diese Viecher beamen würden, dann das wäre natürlich viel besser. Dann müsste man da nicht ewig am Boden dann rumlaufen. Deswegen ist das Taming von den Viechern auch manchmal nervig. Wenn man die irgendwo in der Pampa findet und man die eben nicht einfach hier mit in die Base schleifen kann. Was war das? Es macht hier Geräusche hier, ne? Das Spiel manchmal. Na komm. Ja. Auf. Ja, jetzt bist du auf dem richtigen Weg hier. Ja, vor lauter Cookies. Ja, auch nach dem Gucken hier. Ja, da freut er sich, der Schlagori. So, jetzt muss ich noch gucken. Jetzt müssen wir den natürlich zu seinen Freunden bringen. Ja, habe ich ja gesagt, wenn ich renne, dann ist nicht so toll. Dann hat er mal seine Probleme hier. Ups, eingehakt. Dann hat er seine Probleme. Der müsste durchs Untersband durch, oder? Nee, das schafft er nicht. Aha. Och, Menno. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, da drüben werden die Gehege. So, warte mal. Wie kriege ich dich jetzt hier rüber? Ja, ich habe eine Idee. Und zwar Organisation, Treppe. Nee, Treppe war es nicht. Das war die hier, die Rampe. Jetzt machen wir hier eine normale Rollstuhlrampe sozusagen. Ich gefühle. Ach komm. Die blöde Rampe hier, das ist jetzt. Ne, wir können hier gar keine hinbauen. Wie kriege ich denn den Hundi jetzt hier? Ja, ich könnte ganz kurz hier natürlich das Förderband abreißen. So, komm. Und ja, es ist halt blöd, dass die nicht da unten drunter durchrennen können. So, wartet mal. Ja, nee, das wird auch nicht funktionieren. Aber hier könnte ich eine Brücke drüber bauen. Nee, oder ich probiere es einfach mal, ob ich hier außen rumlaufen kann. Nee, kann ich auch wieder nicht. Da kann ich rumlaufen.
Ja, doch, das ist richtig, ja. Dann muss ich hier nichts bauen. Na komm. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich gleich ein paar mehr an der Backe hängen habe. Wo ist er denn jetzt? Na nö. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Oder ist er jetzt hier reingeklitscht irgendwo? Ja, das stimmt die Anzahl nicht. 6, das zeigt ihm jetzt 6 Dokus, hätte ich. Ich habe doch 7 gehabt, ich hätte jetzt. Bin von 4. Ja, das stimmt hinten und vorne nicht. Jetzt haben wir hier 5. Und hier haben wir 3. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich insgesamt 8. Normalerweise müsste das jetzt ja. Ja, so, egal. Mensch, ist das eine Geburt manchmal hier. So, da holen wir uns nochmal ein paar Schneckis ab hier. Also fertig verarbeitete Schnecken. In dem Fall. So. Ja, was haben wir jetzt heute geschafft? Eigentlich gar nichts, ne? Der Hund, die hat uns aufgehoben. Das nervt eigentlich schon wieder so ein bisschen, ne? Ja, ich wollte nämlich eigentlich hergehen, wollte ich erstmal ein paar Palmen abspringen und dann wollte ich hier die Foundations weiterbauen, ja. Und dann war der Hundi da. So. Schaffe ich's? Ah, perfekt. Weil die Palmen da, die werden früher oder später uns einfach von der Optik her stören. Man kann ja drüber herbauen, aber das hat ja keinen Sinn. So. Ach, jetzt kommt wieder ein Autosave. Dann baue ich mal hier ein paar Handplatten hier. Ja, schau an. Da hinten kommen sie dann irgendwann einen Berg in der Quere. Ja, ich meine, das muss ja irgendwann mal sein, dass wir da. Und irgendwann können wir hier natürlich mal noch eine höhere Ebene bauen. Aber die Ebene wird sich wahrscheinlich ein bisschen abheben von den bisherigen Ebenen. Da können wir nämlich dann die neuen Plätze einhalten, also die neuen Höhenangaben. Das macht nichts. Aber das macht schon was, aber ihr seht, ich kann jetzt hier. Kann das Ding jetzt hier praktisch verschwindet nicht gleich sofort wieder, ja. Das finde ich eigentlich doch eine ganz nette Entwicklung hier. Ganz nettes Feature. Halt. Ne, das war jetzt falsch, so. Weiß gar nicht, wie viele Foundations es bis hinter sind. Da ging es jetzt eigentlich drum. So, jetzt machen wir hier mal 17, 19, 18. Das sind, glaube ich, mindestens 20. Jetzt machen wir die Alt-Taste. Ja, das geht sich gerade so auf. Ich ping noch mal ganz kurz hier. Ja, und dann bräuchten wir neuen Beton. Beton, nicht Beton. Was ist Beton? Ganz komische Sachen hier, was der hier wieder dichtet sich hier, ne? Ach, einen hätten wir noch braucht. So. Und vielleicht können wir ja das eine Ding mit entsprengen hier. Jawohl, im Flug. So. Ja, nee, das hat sich genau ausgegangen hier, das Ganze. So, falsches Register. Ich mit meinen Tasten hier. Ich bin immer der Feind der Tasten hier, ne? So, wo war das hier? Da war der Zement. Na, na, na. Wir könnten. Ja, schau, alles nehmen geht. Aber bloß das andere, die anderen Komfortfunktionen funktionieren nicht. Ja, gut, dann lassen wir es mal so. Zur Not werfen wir den Zement eben weg, den wir nicht mehr brauchen.
Ja, es ist halt so, ne? Wenn du wirklich unbegrenzte Ressourcen hast hier, und das ist ja so in dem Spiel, da muss ich nicht erst irgendwie einen Cheat-Modus aktivieren. Nee, nee. So, warte mal, das Register wieder falsch. Ja, Power und da, zack, ja. Das können wir jetzt geschwind mal ohne Mod machen hier. Und dann machen wir das noch vollständig. Ups. Ja, ich immer mit meiner X-Taste, ne? Ich glaube, ich sollte den Jetpack hier auf X legen. Oder, nee, das wäre dann springen. Dann müsste ich mal X für springen drücken. So rum. Und jetzt machen wir mal 21, oder ich glaube 21 war korrekt. Oder? Nö. Das war zu kurz. Ah, ja, stimmt, da sind ja noch mehr. Aber es ist auch kein Problem hier. So. Wir werden hier natürlich noch mehr Gelände brauchen, ne? Ich meine, ich weiß jetzt auch immer noch nicht das Rezept, wie das jetzt sein wird. Also, jetzt ist es erstmal so, dass man mit der Schmelze, so, dass mit der Raffinerie praktisch mit Wasser zusammen sowas wie eine Schmelze haben wir dann. Es ist eigentlich ein bisschen komisch, aber ja, so ist das Rezept, die Raffinerie. Also, es ist jetzt so, wir brauchen ein Fließband. Und wir brauchen einen Anschluss für Wasser. Das heißt, wir lassen mal mindestens hier eine Foundation frei. So, welchen Rand nimmt man jetzt hier mal an? Ja, so richtig kann man das nicht ausmachen, ne? Wir könnten jetzt sagen, ja, wir nehmen halt einmal den Rand hier an. Da, aber wir gehen einfach hier. Ja, doch, nee, wir machen es. Wir machen hier den Rand so. Und dann würde ich mal sagen, dass das Ding in die falsche Richtung geht. Naja, gut, nee, wir können ja rückwärts scrollen. So. Gut, hier ist jetzt der Abstand auch anders. Weil ich hier den Mod hier mit No Clearance hier Problem habe, ja. Dass die Gebäude kleinere Hitboxen haben, oder? Ist das richtig, was ich hier erzähle? Nee. Ist nicht richtig. Nee, nee, das ist, ist schon der Abstand. Ja, der ist schon okay. Trotzdem habe ich den Mod, wo man dann hier diese Einschränkung mal so ein bisschen ignorieren kann. Der tut, glaube ich, den Abstand hier nämlich trotzdem richtig machen. Gut, wobei hier die leider ja nicht mehr verwendbar sind. Also ist das der Abstand doch enger. Weil hier sind genau die Leitern ineinander. Gut, hier, na, was heißt ineinander, aber es sieht halt so aus, ne? Und hier ist ein geringer Abstand in der Gap hier. Jetzt gucke ich mir das einfach mal an. Oder habe ich hier einen speziellen Abstand gewählt? Ne, es ist ja auch so. Ne, also. Das ist dann schon in Ordnung. Ich guck noch mal hier. Ne, da haben wir, glaube ich, selber den Abstand so gemacht. Ja, es ist schon in Ordnung so. Gut. Jetzt tue ich mir noch in einer Fabrik hier mal markieren, was ich überhaupt möchte. Das heißt, dass ich da sage, ja, Rezept. Uranpellets. jetzt muss ich mal wieder nach unten scrollen. Advanced. Okay. Mit Wasser oder wie? Nee, Liquid Deuterium braucht man dafür. Aber weil es halt auch wieder blau ist, ne? Reaktor-Coolant ist hier jetzt grün. Cloudy-Coolant.
Es ist Dampf, oder? Unfiltriertes Deuterium gibt's auch noch. Ja, okay, alles klar. Und Steam Water. Mein gut, das sieht aus wie das normale Wasser. Das kann man gar nicht mehr auseinanderhalten dann. So. Das Rezept ist eigentlich. Nee, das gibt's auch nochmal extra dann. Also, wir können dann mehr Platten herstellen. Aber zuerst wollten wir doch eigentlich Kupfer herstellen, ne? Ja, genau. Erstmal brauchen wir das. Und dann haben wir nochmal eine Raffinerie. Genau. Das könnten wir jetzt nämlich so. Gut, ich weiß, die brauchen mehr Strom. Ich habe ja mal gesagt, ja, warum soll ich denn die großen Dinger bauen, wenn wir da so viel Strom verbraten? Müssen wir aber auch erstmal hergehen und müssen das einmal so machen. Und wir werden da jetzt schon mal das hier reinschmeißen. Jetzt bräuchte ich hier noch Wasser. Dann müsste ich nachher hier, wie viel das abwirft. Also er sagt jetzt natürlich, er macht 39,75 pro Minute. Das heißt schon mal, wir werden auf jeden Fall immer zwei Fabriken auf jeden Fall bauen, weil sonst haben wir diese blöde krumme Zahl, ne? Ja, wobei wir dann eine Halbzahl haben und die Halbzahl ist auch nicht so toll. Aber wir werden mal schauen, wie wir das auslasten, das Band dann hier wieder, ne? Es geht ja immer wieder dann aufs Band, was wir haben und so weiter und so fort. Ja, das sage ich erstmal für heute wieder Feierabend. Das ist nämlich, oh ja. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen, aber durch den Doku hier, der hat ja eigentlich alles vermasselt, ne? Aber das Ziel ist klar, ne? Vielleicht heißt die Folge ja sogar mit dem Dogo Gassi gehen oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch Like und Kommentar da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nur ein Like da lasst oder so. Oder wenn ihr nur einen Kommentar da lasst, ne? Ja, irgendwas könnt ihr lassen oder alles beide machen, ne? Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich sage tschüss, bis denn, euer Lego. Ciao, ciao.